Ja, auch bei den Kindern, das ist auch total krass, was da zusammenkommt. Ne? Mein Sohn, der ist jetzt irgendwie 3 und der hat jetzt irgendwie 15.000 Euro Depot. Also der hat nie große Geldgeschenke gekriegt, sondern das ist einfach nur das Kindergeld. Und dann hat er vielleicht nochmal 1.000 Euro insgesamt zur Geburt, zur Taufe, zu den Geburtstagen, Weihnachten und so weiter gekriegt. Ich kenne das ja mit Zinseszins und allem. Ich weiß ja, wie das funktioniert. Und dennoch bin ich da immer wieder von fasziniert, wenn ich da reingucke, boah, denke ich, boah, krass, ey, der kleine Junge, der weiß noch nicht mal, der weiß noch nicht mal, was abgeht und hat einfach schon so viel Kohle da drin. Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Wieder mit einer Interview-Folge, heute mit einem Immobilien-Influencer, würde ich schon fast sagen. Andres Martinez, oder auch bekannt aus Instagram und YouTube als Mein Weg zur ersten Million. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal beim Dortmunder Immo-Stammtisch kennengelernt vor 2019 müsste das gewesen sein. Echt? Mhm. Ah, super. Sonst hätte ich jetzt gar nicht so aus der Pistole sagen können. Aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her, dass wir uns da gesehen haben. Ja, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, was du so mit Immobilien zu tun hast und wo so dein Schwerpunkt liegt? Ja, ich muss jetzt selbst gerade überlegen, aber ich bin 37 Jahre alt, komme aus Castrop-Rauxel, also im Ruhrgebiet, auch hier mehr oder weniger aus der Nähe und habe 2018 festgestellt, dass ich mir zwar ordentlich immer den Arsch aufreiße, aber irgendwie nicht so wirklich hängen bleibt und bei rumkommt und kam dann irgendwie so auf das Thema Immobilien. Was hast du beruflich oder was machst du beruflich? Ich arbeite als Qualitätsingenieur. Mhm. Ich habe Techniker gemacht und dann auf eine Ingenieurstelle dann irgendwann mal gerutscht und beschäftige mich da mit Kundenreklamationen aus der Industrie, Automobilindustrie, von Halbleitermodulen. Also eigentlich, also beruflich zumindest mit Immobilien absolut, gar keinen Kontakt absolut keinen gehabt. Kontakt, genau. Und aus dem Familienkreis oder so schon mal Kontakt gehabt mit Immobilien? Zumindest nicht im Positiven. Also eigentlich ist das komplette Umfeld negativ gepolt in Bezug auf Unternehmertum, Immobilien und ja, was alles noch so dazugehört. Und dann hast du aber die Idee irgendwie für dich entwickelt, irgendwas muss ich ändern, ich möchte gerne in den Immobereich. Ganz genau, richtig, ja. Ich hatte schon so ein kleines Nebengewerbe immer am Laufen, habe so Motocross-Zubehör verkauft und hatte eine Steuerberaterin einen großen Fehler gemacht, hatte dann über 3 Jahre lang die ganzen Bareinzahlungen nicht als Bareinzahlung gebucht, sondern als Darlehen an sich selbst oder irgendwie so. Okay. Und dann gab es eine ordentliche Rückzahlung ans Finanzamt. Ah, oh, schön. Mit einer kleinen Strafe noch dazu, wegen Umsatzsteuerverkürzung. Da habe ich dann auch gemerkt, man kann zwar einen Steuerberater haben, aber man ist dennoch für alles verantwortlich und haftet auch für alles. Und Steuerberater kann dann relativ schnell fein raus sein. Ich habe mir das auch anwaltlich bestätigen lassen, ja. Falls dann noch jemand eine Rückfrage zu haben sollte, habe ich alles schon gemacht. Hatte aber alles keinen Sinn und da dachte ich mir so, ich habe jetzt so viele Jahre irgendwie versucht, irgendwas aufzubauen und darf noch 50.000 Euro Strafe am Ende zahlen. Also nicht Strafe, sondern das waren halt die Umsatzsteuer, die ich auch sowieso hätte zahlen müssen, aber das hätte ich gerne vermieden durch Investitionen und so weiter. Und da dachte ich mir, nee, das irgendwas muss ich jetzt ändern. Und ja, den Laden, den habe ich nach wie vor, das läuft aber alles im Hintergrund und kam dann so auf das Thema Immobilien und habe gedacht, da, wo ich hin möchte, sind diese 50.000 Euro kein Geld. Und möchte mir da gerne was Neues aufbauen. Du heißt ja bei Instagram und bei YouTube Mein Weg zur ersten Million. Genau. Oder, ja. Also das heißt so, das war schon immer der Fokus. Genau. Ich will Millionär werden. Richtig. Mhm. Wie bist du dahin? Also was hat dir den Anstoß gegeben? War das jetzt so diese Geschichte mit dem Finanzamt? Genau. Oder hat sich das extern nochmal also irgendwie motiviert? Also ich habe halt diesen Online-Shop gehabt, weil ich ja selber auch Motocross fahre oder gefahren bin. Durch Corona jetzt so ein bisschen ist das in den Hintergrund gerückt. Aber ich habe das jahrelang gemacht. Das war so mein Leben. Also Living for the Weekend war so das Motto, was man so in der Szene so nennt. Und genauso kann man sich das halt auch vorstellen. Die Woche 5 Tage arbeiten gehen und 2 Tage haust du das Geld wieder raus, was du vorher erarbeitet hast. Und habe dann, um mir das so ein bisschen zu finanzieren, eben diesen Online-Shop gegründet und jede freie Sekunde da rein investiert. Silvester, Geburtstag, Hochzeiten von anderen. Ich war immer im Laden, habe Sachen in den Onlineshop importiert, irgendwie da Sachen gebaut, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ich habe einfach gemerkt, unterm Strich kommt nichts bei rum. Ne? Und dann noch die Strafe, ne? 50.000 Euro dann insgesamt, also nicht Strafe, ne? Sage ich nochmal dazu, aber 50.000 Euro, die ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte, weil sie komplett investiert waren in Ware, in Ladeneinrichtung und so weiter und so fort. Und da dachte ich halt, nee, also
irgendwas muss ja grundlegend falsch sein. Ich stecke da so viel Zeit rein, es kommt kein Geld dabei rum. Mhm. Ja, und jetzt muss ich irgendwas ändern. Und ich bin dann irgendwie über dieses hier Reicher als die Geissens gestolpert. Ah, okay. Und habe mir das dann wirklich relativ, ich habe ja Lesen gehasst. Ich mag es nach wie vor nicht, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, ja, es hat irgendwie einen gewissen Vorteil, den muss ich jetzt nutzen. Und habe dann gesagt, nee, da, wo ich hin will, da ist das kein Geld. Und deswegen ist das klare Ziel, jetzt Millionär zu werden. Aber nicht nur diese bloße Zahl, sondern auch verbunden mit der dazugehörigen Freiheit, Unabhängigkeit. Also mir ist Unabhängigkeit schon ziemlich wichtig. Du hast es ja auch gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, mit den ganzen Werkzeugen, die ich so habe. Mhm. Ich hasse es, mir Werkzeuge auszuleihen. Und deswegen habe ich gesagt, ich kaufe mir die Sachen, ich benutze sie. Und dann bin ich niemandem Rechenschaft schuldig. Ob das jetzt immer so der richtige Weg ist, ja, das sei mal dahingestellt. Aber das ist so Teil dieser ganzen Geschichte, die Unabhängigkeit. Und ja, ich denke mal, wenn man Millionär ist, ist man schon mal wesentlich unabhängiger, als wenn man für ein gewisses Nettogehalt arbeiten gehen muss. Ich finde das total geil, weil du einen der wichtigsten Punkte in meiner Wahrnehmung zu dem Thema Geld gerade so nebenbei eigentlich nur angesprochen hast. Und das Mindset, die eigene Einstellung zum Thema Geld. Du sprichst offen aus, ich möchte Millionär werden. Und ich bin mir zu 1.000.000% sicher, da draußen ist jetzt irgendein Zuhörer, der denkt, ach du Schande, was ist das denn für einer? So, weil dieses Millionär-Thema leider in Deutschland ja oft negativ behaftet ist. Aber du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Geld ist jetzt nicht, man kennt Dagobert Duck irgendwie, die böse Ente, die auf dem Geldspeicher sitzt, sondern Geld ermöglicht halt auch eine ganze Menge Freiheit und Möglichkeiten, Dinge, also auch Gutes zu tun da draußen zum Beispiel. Ne? Je mehr ich zur Verfügung habe, umso mehr Gutes kann ich auch irgendwie da draußen tun. Und das ist halt in unterschiedlichen Ausprägungen, ob es mehr Zeit mit der Familie ist oder sowas. Also ich finde das ganz wichtig, das an der Stelle mal einmal so zu sagen, dass das nicht so negativ behaftet rüberkommt. Oh, weil Millionäre sind ja nicht alle schlecht, sondern es gibt ja ganz viele Menschen, die mit dem Geld auch ganz viele gute Sachen da draußen machen. Ne? Klar. Also das hast du so in so einem Nebensatz gesagt, das möchte ich mal einmal kurz hervorheben, weil mir das sehr, sehr gut gefällt. Ist auf jeden Fall die richtige Einstellung dazu. Und dann bist du also über dieses Thema so ein bisschen in das Immobiliengeschäft reingerutscht. Was war das erste Investment? Also 2018 ist mir dieses mit Reicher als die Geissens so in die Hand gefallen. Und dann durch einen Zufall, ich habe einfach mal in Facebook-Gruppen gefragt, diese typischen Suche-Wohnungen, also ganz normale Vermietungsgruppe, und habe einfach gefragt, will nicht zufällig jemand was verkaufen? Und dann ging das relativ schnell. Ich glaube, das waren schon 3 Monate, 4 Monate so, müsste das gewesen sein, nachdem ich das Buch gelesen habe, dass ich dann schon den ersten Deal an der Hand hatte. Und das war dann auch direkt ein Dreifamilienhaus. Okay. Und ich kenne das eigentlich, also immer wenn ich Freunde besucht habe und so in Mehrfamilienhäusern, ich fand das irgendwie immer unangenehm, dieses es riecht halt immer nach Essen und es stehen dann immer Schuhe vor der Tür. Das muss nicht, ist jetzt eine Pauschalaussage, ich weiß, will damit auch niemand auf die Füße treten, aber das ist mir immer so aufgefallen. Deswegen, ich war nie ein Fan von diesen Eigentumswohnungen, weil ich so dachte, das ist so ein bisschen Mieten plus. Es gehört zwar einem, aber man muss sich dennoch mit anderen abstimmen. Und von daher habe ich das von Anfang an schon immer gehabt, dass es mir wichtig war, selbst Entscheidungen treffen zu können und nicht irgendwie über eine WEG immer alles abstimmen zu müssen, welche Zaunfarbe jetzt gestrichen werden darf. Und ja, so ist mir das dann auch in die Karten hat mir in die Karten gespielt, dass es halt direkt ein Mehrfamilienhaus war. Es war auch nur ein paar Hausnummern weiter, zufälligerweise. Und viele sagen dann ja, boah, krass, direkt ein Mehrfamilienhaus. Aber für mich war das irgendwie so, ich dachte so, ja, okay, das macht man halt so. So fängt man halt irgendwie an. Und das hat sich dann auch eine ganze Weile gezogen, bis ich auch wirklich Eigentümer wurde. Aber das war dann so der erste Kontakt dann damit, und dann auch direkt halt ein paar Häuser weiter, fand ich halt irgendwie cool, weil es sich so vertraut halt angefühlt hat. Ich kannte die Straße, ich kannte das Umfeld, die Mikrolage, und ich wusste, ja gut, hier wohne ich, hier fühle ich mich wohl, also werden sich wahrscheinlich auch andere Leute, die so ähnlich sind wie ich, hier auch wohlfühlen, wobei man ja auch immer sagt, der Wurm, der muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, ne? Aber für mich als Einsteiger war das zu dem Zeitpunkt schon mal ein gutes Gefühl, das so einschätzen zu können. Kann ich ja auch total nachvollziehen. Und ich glaube dann, gerade wenn man mit dem ersten Investment anfängt, hat man genügend andere Themen, die einen auch noch so Unwohlsein bereiten. Und wenn man zumindest schon mal, was das Lagethema angeht, so ein kleines Sicherheitsbewusstsein hat, weil man sagt, Mensch, ich kann mir vorstellen, dass Leute wie ich sich hier wohlfühlen, ist das mit Sicherheit erstmal positiv.
Auf jeden Fall. Was waren denn die Hürden dabei? Also du hast jetzt gesagt, es hat ein bisschen gedauert, bis du dann, also von dem Punkt, wo du es kaufen wolltest, bis es dann geklappt hat. Mich würde als erstes mal interessieren, welche mentalen Hürden da waren. Also hast du Widerstände erfahren oder hast du auch selber vielleicht mal nachts wachgelegen und gedacht, oh, ist das jetzt das Richtige, was ich da mache? Oder wie war das? Also zum Glück hatte ich schon mal in der Vergangenheit eine Erfahrung, weil ich hatte 2010 mein Eigenheim gekauft mit nicht nennenswertem Eigenkapital. Also ich habe die Nebenkosten selber zahlen können und auch die Küche habe ich bezahlen können. Und das war es dann eigentlich, was ich so an Eigenkapital hatte. Und der Rest war halt von der Bank finanziert. Und meine Oma ist dann irgendwann auf mich zugekommen, hat mir gesagt, sie könnte mir 60.000 Euro leihen, damit ich die Sanierung halt schneller durchführen kann. Habe dann schon groß Fenster und so weiter bestellt. Und dann stellte sich relativ schnell heraus, dass sie das Geld gar nicht abrufen kann, weil es aus irgendwelchen Gründen bei der Bank festhängt. Und ich hatte schon die ganzen Materialien bestellt. Und eigentlich habe ich mich schon so in der Privatinsolvenz gesehen. Haus kommt unter den Hammer. Und das ließ sich aber am Ende alles irgendwie klären. Also irgendwie habe ich das Geld dann am Ende doch von ihr bekommen. Sie hat dann nochmal mit der Bank gesprochen. Und ich habe dann daraus die Erkenntnis für mich mitgenommen, egal wie aussichtslos es gibt, egal wie aussichtslos es aussieht, es gibt immer eine Lösung. Und wenn du sie nicht hast, dann hast du sie halt einfach noch nicht gefunden und musst sie noch weiter suchen. Ja? Und das habe ich daraus mitgenommen. Und deswegen wusste ich, dass mit diesen großen Zahlen und so, das ist irgendwie handelbar. Ich muss das irgendwie in den Griff kriegen. Und deswegen diese mentalen Hürden hatte ich da überhaupt gar nicht. Und ich war ja getrieben durch dieses, ich musste dafür auch ein Darlehen aufnehmen, 50.000 Euro, um das Finanzamt zu bezahlen. Und dann wusste ich, ich werde das jetzt 10 Jahre abzahlen müssen, diesen Kredit. Und das immer so auf meinem Kontoauszug jeden Monat lesen, 500 Euro, 500 Euro jeden Monat oder sowas in der Größenordnung. Und das für mich war schon Motivation, da jetzt irgendwie, also diese Motivation, das wieder auszugleichen, war größer als die Angst, was da alles passieren könnte. Deswegen war ich da schon mal auf einem guten Weg, würde ich sagen. Aber zum Thema Hürden, das war, ich hatte das natürlich aus dem Buch mitgenommen, ja, du kannst ja die Kaufnebenkosten finanzieren und die Verkäufer übernehmen noch die Nebenkosten und so. Mit dieser Einstellung bin ich halt natürlich in die Bank gegangen und bin dann natürlich relativ schnell auch, ich glaube, man sagt so als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet. So kam ich dann wieder raus aus meinem ersten Bankgespräch und musste dann anerkennen, ja, okay, es ist doch nicht ganz so einfach, aber ich weiß ja, dass es geht. Vorher hatte ich die Einstellung, es geht nicht, man braucht ein gewisses Eigenkapital einfach und wusste dann, ich muss einfach dranbleiben. Und das Witzige ist, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, ich bin am Ende genau bei der gleichen Bank gelandet, wo ich zuerst war. Die mir die Absage gegeben hat. Zwischenzeitlich war ich bei diversen anderen Banken, die mir auch alle eine Absage gegeben haben. Das Witzige ist aber, die erste Bank hat gesagt, wir finanzieren grundsätzlich nur 100%. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass grundsätzlich heißt, Ausnahmen sind möglich, sondern ich dachte zu dem Zeitpunkt auch, grundsätzlich bedeutet immer. Und zusätzlich haben sie mir noch gesagt, und speziell dieses Haus, was mich gewundert hat, weil die Bank stand noch im Grundbuch. Deswegen hat mich das ja auch dazu geführt, dorthin zu gehen, weil ich dachte, die kennen das Objekt ja schon. Die haben gesagt, dieses Objekt aber nur mit 80%. Also unlösbares Problem. Am Ende bin ich dann über Kontakte bei jemandem gelandet, der mal früher da irgendeine höhere Position bei der Bank inne hatte. Und der hat dann da ein bisschen seine Kontakte spielen lassen. Und am Ende habe ich nur 114% Finanzierung bekommen bei der Bank. War schon für mich ein richtiges Glücksgefühl. Allerdings war das fast ein Jahr später. Okay. Und natürlich hatte der Verkäufer diverse andere Interessenten in der Hinterhand, wie das immer so ist. Und darauf habe ich auch wieder daraus gelernt, hör immer auf das Bauchgefühl, hör nicht immer drauf, was andere Leute sagen, sondern lass dich nicht von sowas unterkriegen, wenn er sagt, ich habe da noch andere und die können sofort zahlen, weil wenn die es könnten, hätten sie es ja schon längst, dann würden wir nicht hier sitzen und sprechen, habe ich mir gedacht irgendwann. Und am Ende war es dann auch so. War ein Privatverkauf. Online war es tatsächlich parallel. Also das Objekt hat 255.000 gekostet. Es war für 280 inseriert beim Makler. Ich habe es aber privat bekommen. Und deswegen dachte ich mir, ja gut, wenn er jemanden hat, der mehr bietet, dann würden die ja schon längst beim Notar sitzen. Und so war ich dann ein Jahr später ungefähr beim Notar. Und ja, hat sich dann gut angefühlt, obwohl es halt ganz schön lange gedauert hat, muss ich sagen.
Und das in einer Situation, also wo der Immobilienmarkt ja noch anders funktioniert hat, als er heute ist. Also da waren die Zinssätze noch ein bisschen anders als heute. Und wir hatten ja immer noch die Situation, dass es eigentlich so war, dass die Verkäufer ihren eigenen Markt hatten. Und wenn der eine Kunde nicht konnte, waren noch fünf andere da. Ja. Aber trotzdem, finde ich, zahlt sich Hartnäckigkeit in jedem Markt aus. Ne? Auf jeden Fall. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich auch immer wieder, also unseren Kunden in der Baufinanzierung sage, man sollte nicht aus Emotionen und zu jedem Preis einfach blind kaufen, weil wir reden ja hier über ein Investment, also mit dem ich am Ende des Tages Geld verdienen möchte. Und nur weil ich jetzt unbedingt den ersten Deal machen möchte oder jetzt diesen Deal unbedingt machen möchte, sollte man nicht einfach jeden Preis irgendwie bezahlen. Und Hartnäckigkeit zahlt sich dann am Ende aus. Ne? Da ist ja FOMO so ein Begriff, ne? Fear of Missing Out, dass Leute einfach zuschlagen, weil sie denken, ihnen geht irgendwas. Ja, ganz genau. Aber am Ende des Tages, wenn man jetzt am ersten Objekt falsch einkauft, finde ich, blockiert man sich ja auch für den weiteren Portfolioaufbau. Und also wie war es jetzt bei dir? War dir, also der erste Kauf war vermutlich, also wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich unterstelle das jetzt mal. Ich denke, der erste Kauf war der schwierigste, oder? Die danach gekommen sind, waren wahrscheinlich einfacher. Ja, könnte man meinen. Also von der Durchlaufzeit her auf jeden Fall, ja. Aber die Objekte, die ich danach gekauft habe, die hatten auch immer irgendeine Herausforderung, die ich lösen musste, was am Ende auch immer zu einem geringeren Kaufpreis geführt hat, für mich am Ende. Mhm. Aber die Probleme mussten halt erstmal gelöst werden. Okay. Und man sagt ja auch, der erste Deal ist nicht der beste, aber der wichtigste. Aber für mich war schon der erste Deal nicht unbedingt der beste, aber es war schon ein guter Deal, weil ich aus dem Buch mitgenommen habe, ja, wie du schon gerade sagtest, man hat ein Fundament und man kann auf das Fundament so viel aufbauen, wie man möchte, aber wenn da unten ein schlechtes Fundament ist, dann ist es schwierig, diese Fehler im Nachhinein wieder auszubügeln. Und von daher war es mir unheimlich wichtig, ein Cashflow-positives Objekt einzukaufen, auch wenn ich diesen Begriff da noch gar nicht kannte. Mhm. Aber es war witzig, weil ich bei meiner Hausbank, der ich tatsächlich heute noch Kunde bin, die aber am Ende mich nicht finanzieren wollte, die haben mir dann was von Risiken erzählt. Und was ist denn, wenn ich arbeitslos werde? Und ich habe das nicht verstanden, warum die nicht verstehen, dass das eine todsichere Sache ist, 1.800 Euro Mieteinnahmen, knapp unter 1.000 Euro Kreditrate. Ich dachte, da bleiben 800 Euro über. Mhm. Mein Gehalt, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da verdient habe, aber es waren wahrscheinlich über 3.000 Euro netto zu dem Zeitpunkt. Da habe ich gesagt, selbst wenn ich arbeitslos werde, selbst wenn ich habe denen meine, hier die deutsche hier Rentenversicherung, wenn ich komplett invalide bin, ich habe denen das alles vorgelegt. Ich meine, selbst wenn gar nichts mehr geht und ich nur noch mit der Zunge irgendwie einen Joystick bedienen kann, dann kann ich das noch bezahlen. Und die wollten das nicht verstehen. Mhm. Und erst so ganz zum Schluss, ja, stimmt, das passt ja alles. Aber irgendwie wollten sie das dann nicht 100% finanzieren. Und dann bin ich dann am Ende bei der Volksbank gelandet. Okay. Also an der Stelle kann ich mal von meinem ersten Erlebnis mit der Bank, wo ich auch, also ähnliche Situation wie bei dir, ist ein Objekt, was hier gar nicht so weit von meinem Büro entfernt ist, sollte damals 750.000 Euro kosten. Und ich bin dort gewesen bei der Besichtigung. Ich mache mal die Kurzversion. Es blieben 5.000 Euro Nachfinanzierungskosten monatlich übrig. Die Stadt hatte dort einen dauerhaften Mietvertrag. Das sind so, ich sage jetzt mal für schwer erziehbare Jugendliche, ist da so eine WG quasi gewesen. Da hatte die Stadt den Mietvertrag geschlossen. Also es war auch eine recht sichere Mieteinnahme. Es waren, glaube ich, nur drei Parteien, also ganz normal vermietet. Und es war eine Gewerbeeinheit unten mit drin. Also das war so aus Bankensicht ja erstmal die Herausforderung. Und da bin ich mit dem Banker gewesen, der fand das Objekt auch ganz toll. Und dann sagt er ganz zum Schluss zu mir, ja, 70.000 Euro Eigenkapital brauchen wir, dann kannst du es kaufen. Es blieben bei einer 110% Finanzierung 5.000 Euro monatlicher freier Cashflow übrig. Ja, mit 4% Tilgung gerechnet. Ja, also da kann man sich ausrechnen, alte Kaufpreise noch, keine Frage, anderer Zinssatz als heute. Aber das war so ein Deal. Und da habe ich genau dasselbe, was du gerade beschrieben hast, gefühlt. Ich habe gedacht, okay, ich meine, ich mache Finanzierungsgeschäft beruflich. Ne? Das ist schon also so, dass ich so ein bisschen Erfahrung mitbringen müsste. Ich habe aber in dem Moment das als die Wahrheit angenommen. Ich habe da gesessen und habe gesagt, okay, 70.000 Euro Eigenkapital habe ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht zur Verfügung stellen. Habe den Deal mir durch die Lappen gehen lassen und habe dann mitbekommen, dass es ein Mitbewerber hier gekauft hat und 4 Monate später geklampt mit 500.000 weiterverkauft hat. Das ist etwas, wo ich ganz, ganz viel auch rausgelernt habe und für mich auch die Erkenntnis, genau das, was du gerade sagst, nur weil die eine Bank oder der eine Berater vielleicht auch nicht an dich glaubt in dem Moment und sagt, nee, das funktioniert nicht, heißt es nicht, dass es grundsätzlich unmöglich ist. Und wenn du an den Deal glaubst und der Deal wirklich gut ist,
wirst du einen Weg finden. Heute wüsste ich 10 Möglichkeiten, wie ich das Objekt finanziert bekommen hätte. Also ich hätte jetzt eine genaue Rangliste, wie ich nacheinander alle meine Optionen abwägen würde und gucken würde, wie ich es hinkriege. Aber ich wüsste, ich kriege es hin. Und damals war ich dann noch nicht so weit. Und das ist definitiv auch eine Erkenntnis, die ich so in meinem Investorendasein für mich mitgenommen habe. Ja. Willst du mal was zu deinem besten Deal erzählen? Also wie der aufgebaut war? Hast du auch schon mal Fix und Flip gemacht oder machst du überwiegend Buy and Hold? Was ist so dein Schwerpunkt? Also langfristig geplant war auf jeden Fall Buy and Hold und mit dem Fix und Flip, das kannte ich natürlich zum Anfang gar nicht. Das kam erst so im Laufe meiner Erfahrung dazu, dass ich gemerkt habe, ja, man kann ja tatsächlich auch damit Geld verdienen. Und habe dann eigentlich gemerkt, eigentlich wäre das ja die Sache, die mir eigentlich viel lieber liegen würde, weil ich das schnelle Entstehen von, oder wie sagt man, die schnelle Umsetzung von so Projekten viel lieber mag, also dieses langsame und langweilige. Also Buy and Hold ist ja relativ langweilig, aber es funktioniert ja dennoch sehr gut. Aber ich habe natürlich schon immer ein bisschen mehr Action eigentlich und ja, bin dann so darauf gekommen und habe auch einen Deal mit einem Freund zusammen gemacht und zwei Deals, also einen Deal habe ich danach noch abgewickelt und der zweite läuft gerade. Also insgesamt drei Sachen dann so gesehen bisher gemacht. Ja, finanziell, der erste war quasi Erfahrung, der zweite war ganz okay. Und ja, der dritte ist jetzt einfach der Situation geschuldet, die wir jetzt gerade haben. So Hauptsache kein Verlust machen, so nach dem Motto, ne? Und dennoch auch wieder viele Erfahrungen mitgenommen. Als du mit dem Fix und Flip angefangen hast, das ist ja ein anderes, also vielleicht kurz zur Erklärung, Buy and Hold bedeutet mindestens 10 Jahre das Objekt im Bestand halten und frühestens nach 10 Jahren als Privatperson vielleicht steuerfrei verkaufen, das ist eine Option. Und Fix und Flip heißt, ich kaufe mir ein Objekt, egal ob das eine Wohnung oder ein Haus ist, ich saniere das Ganze, also fixe die Immobilie, mache sie wieder schön und verkaufe sie dann saniert weiter, um damit durch diese Sanierung die Wertsteigerung als Gewinn mitzunehmen. Jetzt ist der Markt natürlich gerade ein bisschen konträr dazu. Also das heißt, man hat vielleicht noch die Immobilie zum alten Markt eingekauft, hat dann angefangen mit den Sanierungen. Mittlerweile sind die Zinssätze nach oben gegangen. Deswegen fällt es den oder vielen Fix- und Flippern da draußen gerade schwierig, ihre Objekte gewinnbringend zu verkaufen. Aber du wirst da auf jeden Fall gut rauskommen wahrscheinlich, also zumindest mit einer Plus-Minus-Null-Geschichte. Genau. Wenn du so ein Objekt einkaufst, hast du da für dich auch eine Plan-B-Lösung in der Tasche? Also der Plan B war dann halt immer die Vermietung und deswegen habe ich bei jedem Objekt, also erstmal waren es gar nicht so viele, es waren ja insgesamt ja nur 3. Das erste davon hatte ich ja mit dem Kollegen gemacht, das zweite Objekt war eigentlich Buy and Hold gedacht, hat sich einfach nur so angeboten, das dann zu verkaufen, nachdem die Wohnung dann frei wurde. Und beim dritten war auf jeden Fall von Anfang an der Plan im Zweifelsfall vermieten, versuchen vielleicht nochmal vermietet zu flippen oder halt einfach auch im Bestand zu halten, ja. Aber da ich es halt variabel finanziert habe, wollte ich mir jetzt die Zinsen nicht festschreiben, aber auch nicht diese hohen, also der variable Zins ist jetzt bei mir, glaube ich, auf 6% mittlerweile hochgegangen. Und ich würde mir den aber auch ungern auf 4% irgendwie einloggen. Deswegen dachte ich mir, nee, dann verkaufe ich das Objekt lieber und kann mich dann lieber auf neue Projekte fixieren und fokussieren. Und habe dafür aber auch wieder einen Track Record aufgebaut im Sinne von, ich kann ein Objekt vorher, nachher zeigen. Von den Zahlen her lässt sich das auch ganz gut darstellen. Aber der Bank gegenüber, aber mir gegenüber muss ich natürlich auch rechtfertigen, wenn ich irgendwie 80.000, 90.000 Euro in die Hand nehme. Und ein anderer, der nicht keine Branchenkenntnis hat und der sagt, oh, da hast du ja 10.000 Euro Gewinn gemacht, dann klingt das erstmal viel, aber im Verhältnis zum Investment ist das dann zum Risiko, ne? Zum Risiko, also das auch, ist genau der Punkt, ja. Ist das dann zu wenig. Und das stimmt. Ja, klar, aber für einen Anfänger, der das zum ersten Mal macht, dann sagt man, ja klar, 10.000 Euro verdient, gut, dann die Steuer kommt dann noch runter, wenn man da jetzt nichts gegen zu rechnen hat, aber ja, das sind so Sachen, klar, das kann man jetzt machen, um zu lernen, aber das ist wahrscheinlich jetzt noch schwieriger geworden, würde ich sagen. Tatsächlich finde ich aber auch die Erkenntnis daraus, also ich habe solche Projekte ja auch schon gemacht und ich finde, die größte Hürde bei mir war dieser Gedanke, man kann damit Geld verdienen überhaupt, also auch den Mut zu haben, es einfach mal zu machen, ne? Und ich glaube, also wenn man dann mal den ersten Deal gemacht hat, wo dann auch ein bisschen mehr hängen geblieben ist, dann verliert man auch, glaube ich, ein bisschen die Angst davor, was nicht heißen soll, dass man dann blauäugig in den nächsten Deal reingeht, aber ich sage jetzt mal, wenn man seine Ziele so erreichen kann, dann irgendwann wird man da ein bisschen offener mit den großen Zahlen, da wo man vielleicht am Anfang noch ein bisschen Hemmnisse vorhat oder sowas, wenn man die ersten Erfolge, dadurch wächst ja auch das Selbstvertrauen und dann gehen die nächsten Deals auf jeden Fall leichter auch von der Hand, ne?
Und mir war es halt auch wichtig, aber diese ganzen Prozesse durchzuspielen, weil in der Theorie gibt ja immer die ganzen Internet-Rambos, die können in den Kommentaren zwar wissen alles, können alles, aber wenn es dann mal wirklich ernst wird, dann trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Deswegen war es mir wichtig, einmal die Sachen durchzuspielen, sei es Homestaging, das Einrichten der Wohnungen vorm Verkauf oder auch generell ein Konzept zu haben, was diese ganzen Materialien angeht. Also ich hatte das Ziel und habe das auch, glaube ich, ganz okay, würde ich sagen, zumindest verfolgt, dass ich einheitliche Materialien verwende und nicht jedes Mal das Rad neu erfinde, sondern auf bewährte Sachen zurückgreife, sowohl bei der Vermietung als auch beim Fix und Flip. Aber ne, ich hatte es ja gerade zwar schon gesagt, aber insgesamt waren es ja nur 3 Objekte. Ich bin ja jetzt nicht der große Macher, da gibt es andere Leute, die machen das in der Woche gefühlt. Aber dennoch war für mich die Erkenntnis wichtig, mach's einfach, nicht zu viel versuchen, da zu optimieren, sondern mit einfachen Lösungen zu arbeiten und einheitliche Materialien zu verwenden, solche Sachen. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, das ist jetzt vielleicht nur in so einem Nebensatz bei dir rausgekommen, aber du hast ja eigentlich auch einen Hauptjob. Also du bist ja nicht hauptberuflicher Immobilieninvestor und verdienst dein Geld ausschließlich damit, sondern diese ganzen Projekte, von denen du da erzählst oder die du da auch bei Instagram ja auch zeigst ganz viel, das sind ja alles Dinge, die neben deinem Familienleben und deinem beruflichen Leben noch so passieren. Das ist kein Hauptjob, ne? Genau, ja, ich habe ganz normal 40-Stunden-Job, das ist auch eine häufige Frage, aber ganz normal. Dazu kommen noch ein relativ weiter Anfahrtweg von 95 Kilometer pro Strecke. Die Zeit habe ich immer sinnvoll genutzt mit Podcasts zum Thema Immobilien. Und ansonsten, ja, mittlerweile habe ich 3 Kinder, bin verheiratet. Ja, das kommt alles dazu. Ich weiß nicht, ob ich manchmal rechtfertige ich das selber auch vor mir. Andere wiederum sagen, boah, krass, wie du das alles schaffst. Aber ich sehe das dann natürlich auch wiederum bei anderen, die halt auch Kinder haben und die dann noch viel mehr geschafft haben in der Zeit. Aber ich versuche natürlich auch immer ein bisschen so ein Gleichgewicht zu kriegen, weil am Ende denke ich mir, wenn ich zwar Millionär bin, aber niemanden mehr habe, mit dem ich das teilen kann und meine Kinder mich nicht mehr angucken, war es mir dann auch wichtig, da auch irgendwie das Ganze nicht zu vernachlässigen und da auch für die Kinder dann da zu sein. Also Elternzeit und solche Sachen. Ich habe mich gerade ja schon im Vorfeld vor unserem Podcast so ein bisschen als Fanboy geoutet und gesagt, dass ich dich öfter schon mal bei Instagram auf jeden Fall verfolgt habe. Bei Facebook überwiegend eher in den Gruppen, dass ich mal deine Kommentare gelesen habe. Aber ich finde, du bist sehr transparent bei Instagram, was so deinen Investorenbereich angeht. Aber du postest ja auch zwischendurch mal, wenn du irgendwie mit den Kindern unterwegs bist, wenn du sie irgendwo hingebracht hast. Zwar auch immer so einen kleinen Nebensatz noch, was gerade in deinem Immobilienbereich abläuft, aber für mich als Außenstehender, wenn ich mir das so angucke, da habe ich wirklich schon oft gedacht so, wie kriegt der das alles hin? Also ich sehe, du bist ja auch selber mit auf den Baustellen teilweise aktiv, nicht mehr so viel, wie es früher mal war, aber trotzdem bist du da am Schweißen und hilfst da irgendwie noch andere Dinge zu machen und dann denke ich mir, wow, 3 Kinder, ein Hauptjob plus das Immobilienbusiness nebenbei, plus, das darf man auch nicht vergessen, solche Dinge, die wir jetzt hier machen gerade, einen Podcast aufnehmen, du hast einen eigenen YouTube-Kanal, den du bespielst, das ist ja alles Zeitinvest, was da irgendwie gebraucht wird. Man merkt, dass du mit Herz und Seele dabei bist, ne? Das auf jeden Fall auch, finde ich, als Außenstehender kann man das ruhig sagen, so dass man das so wahrnimmt, aber du machst das alles parallel zu deinem Hauptjob irgendwie auch noch, ne? Und ja, das, finde ich, ist die Motivation dahinter auch. Es funktioniert ja. Es ist ja so, dass es möglich ist, ne? Und ich glaube, nach vorne, dass es irgendjemanden gibt, der weiter ist als man selbst oder es noch andere gibt, die noch mehr geschafft, das wird es immer geben. Klar. Ne? Es gibt doch diesen berühmten Spruch mit der Yacht, es gibt immer einen im Hafen, der eine größere Yacht hat. Aber wenn man mal zurückguckt und mal schaut, was man alles schon geschafft hat, ich glaube, da ist schon einiges auch positiv gelaufen bei dir. Ja, also was ich auf jeden Fall jetzt schon mal mit 37 sagen kann, die Altersvorsorge, das Thema ist halt für mich abgeschlossen. Die Schienen zum Millionärdasein sind gelegt und der Zug, die Bremsen sind abgebaut, der rollt jetzt bergab dahin. Das zahlt sich jetzt ja alles von selbst ab. Die Mieter erledigen das ja für mich quasi. Und ja, jetzt geht es halt nur noch darum, dieses Ganze ein bisschen näher ins Hier und Jetzt zu ziehen und ja, dass ich im ersten Schritt vielleicht meine Stunden reduzieren kann und dann auch gegebenenfalls sogar meinen Job an den Nagel hängen kann. Oder vielleicht merke ich ja dann auch einfach, passt ja doch alles und jetzt muss ich halt nicht mehr, ich kann aber und weiß ich nicht, vielleicht entwickeln sich da ja nochmal ganz andere Emotionen, aber grundsätzlich ist mir erstmal dann wichtig zu sagen, ich muss nicht mehr, sondern ich kann und das ist erstmal wichtig für mich.
Jetzt sind wir beide ja auf diesen Podcast gekommen, weil ich irgendwo bei TikTok, glaube ich, hatte ich ein Video gemacht und habe da in so einem Nebensatz gesagt, nach 2 Jahren kann man steuerfrei verkaufen. Und dann ist ein Kommentar abgegeben worden, hast du schon mal von dem 23er-Move gehört? Und fand ich total geil, weil ich kannte dich ja im Vorfeld schon und ich wusste natürlich, was er mit diesem 23er-Move meinte. Da hast du nämlich mal ein YouTube-Video dazu rausgebracht. Willst du da mal was zu erzählen? Ja, also man, Jugendsprache 31er ist ja ne, Verräter, ne, wegen Paragraph 31 Betäubungsmittelgesetz, dass man strafmildernde Umstände bekommt, wenn man einen anderen verrät. Und Paragraph 23 Einkommensteuergesetz beinhaltet private Veräußerungsgeschäfte. Und da steht, wenn man sich den, ich weiß gar nicht, zweiten, dritten Absatz genauer durchliest, dann steht dann da, wie sich das verhält bei selbstgenutzten Wohnimmobilien. Und da steht dann eigentlich, dass diese keiner Frist unterliegen, sofern sie denn vollständig selbst genutzt wurden oder mindestens 2 Jahre, also mindestens drei Veranlagungszeiträume, das heißt 2 Jahreswechsel oder 2 Silvester da drin gefeiert, wenn vorher vermietet war. Das steht da so drin, wenn man sich das halt durchliest. Aber es gibt halt dieses 2 Silvester ist halt so ein Mythos, der sich halt hält. Es ist nicht falsch, aber es ist halt auch nicht richtig, weil es auch ohne Frist halt geht, wenn man es halt beachtet. Ja, und deswegen kam ich halt darauf, weil ich 31er-Move, so ist halt griffig, so das kennen halt viele. Und deswegen kam ich halt auf 23er-Move und habe dann halt da ein Video zugemacht. Aber es ist gar nicht so oft geklickt, weil es halt schon so ein ziemliches Insider-Thema irgendwie ist. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht so, wonach man halt googelt. Aber ich dachte mir halt, ich brauche ja die Leute nicht korrigieren, sondern ich kann dann einfach meinen Link darunter posten, wenn jemand dieses falsch sagt und das dann dadurch so erklären. So kam das dann halt, ja. Also ich habe tatsächlich früher auch mit diesem mit dieser 2-Jahres-Frist das Ganze so, das habe ich das erste Mal, ich glaube in irgendeinem Buch oder sowas habe ich das gelesen, habe das für mich auch als Wahrheit erstmal adaptiert. Und dann bin ich irgendwann auf einen Kunden gestoßen, der mir gesagt hat, nö, ich habe da ein halbes Jahr drin gewohnt und habe dann die Immobilie steuerfrei verkauft und da hat das Finanzamt auch nichts gesagt. Und habe ich gedacht, oh Gott, das kann dir aber ganz schnell auf die Füße fallen, pass mal lieber auf, sprich mal lieber mit dem Steuerberater. Und da hat sich das dann herausgestellt, dass es tatsächlich so ist, wie du es gerade angesprochen hast, dass die äußeren Umstände da auch eine Rolle mitspielen. Also wenn ich das, ich erkläre das mal so, wie ich das in meiner Sprache verstanden habe, was der Steuerberater da gesagt hat. Wenn es nicht mit einer Gewinnerzielungsabsicht gekauft worden ist, ne, und das ist im Prinzip der entscheidende Punkt, sondern ich habe dieses Objekt zur Selbstnutzung gekauft, aber als Beispiel, mein Arbeitsplatz hat sich verlagert. Auf einmal wohne ich in einer anderen oder muss in eine andere Stadt umziehen, weil mein Arbeitsplatz dahin verlagert ist. Dann ist das etwas, was ich nicht im Vorfeld gewusst habe und dann darf ich diese Immobilie steuerfrei veräußern, weil ich sie nicht mit einer Gewinnerzielungsabsicht gekauft habe. Und dann gibt es aber diese Schonfrist, also dieses, ich sage jetzt mal, wenn man diese 2 Kalenderjahre überstanden hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Finanzamt es dann angreift, deutlich niedriger. Und ich glaube, deshalb wird das auch so in der großen, breiten Masse als die Wahrheit angenommen, weil das so der sichere Weg ist, sage ich jetzt mal. Und wenn man aber, also es bedeutet nicht, dass man nicht vorher auch schon steuerfrei veräußern kann, nur wenn man dann steuerfrei veräußert, müssen halt irgendwelche äußeren Gegebenheiten noch mit da reinspielen. Und ich glaube, deshalb hat sich das so als Wahrheit irgendwie verfestigt bei den Leuten. Ja, weil was ich jetzt vielleicht noch ergänzen wollte, du hast jetzt auch schon ein bisschen vorweggenommen, manche Leute denken das ja dann auch, ja, ich kann das jetzt ein paar Mal machen und mit dieser Gewinnerzielungsabsicht natürlich schon vorher, weil jedem ist ja klar, man als junger Durchstarter, früher oder später hat man vielleicht mal eine Partnerin, Kinder, das lässt sich ja schon so ein bisschen planen. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass diese 3-Zimmer-Wohnung irgendwann zu klein wird. Aber wenn ich jetzt weiß, ich ziehe da jetzt für 3 Tage ein und dann sage ich auch, nee, passt mir nicht und verkaufst damit Gewinn, ja klar, dann wird das Finanzamt nach dem 2., 3. Deal schon irgendwann mal fragen, was ist denn da los? Aber sofern man da wirklich triftige Gründe hat, ich habe gehört, ich habe extra auch vor dem Video mit dem Steuerberater gesprochen, um da auch wirklich, ich meine, gut, ich bin kein Steuerberater, ich darf das nicht machen, also ich kennzeichne das immer alles als Entertainment, was ich mache und rufe die Leute dann auch mal dazu auf, sich selbst schlau zu machen, aber für mich ist es wichtig, es sollte nicht allzu falsch sein, was ich sage. Und deswegen hat er mir gesagt, der Hintergrund ist, dass die Immobilie, ne, so wie sie heißt, ist ja immobil. Und Leute sollten deswegen nicht daran gehindert sein, an ihrem Leben, nur weil sie eine Immobilie irgendwo gekauft haben, dass sie da erstmal für 10 Jahre wohnen müssen, weil sie sonst nicht verkaufen und ja, das einfach so ein bisschen flexibler sind. Und das macht ja für mich auch Sinn. Ja. Und wenn sich die Umstände ändern, warum sollte man sie auch nicht verkaufen können? Also für mich ist das völlig
passt das eigentlich auch so von der Argumentation. Ja. Also ich bin jetzt auch auf diese Situation mit dem Video gekommen, weil du gerade ja gesagt hast, ich habe jetzt die Weichen für die Altersvorsorge gelegt und die Mieten zahlen jetzt die Immobilien ab. Ich glaube, das habe ich jetzt so aus deiner Aussage raus interpretiert, ein Großteil des Vermögens wird ja dadurch geschaffen, dass wir die Objekte langfristig vermieten, die Mieter im Prinzip durch ihre Mieten die Darlehensraten zurückführen, wir im Idealfall halt einen positiven Überschuss trotzdem noch übrig haben, aus dem wir die Steuern bezahlen können und aus dem wir auch die Sanierung der Immobilien bezahlen können. Sondern 20, 30 Jahre später sind diese Objekte irgendwann abbezahlt und wenn man dann die Objekte vorm Rentenbeginn steuerfrei veräußern kann, haben wir halt eine größere Summe Geld zur Verfügung, aus der wir dann die Rentensituation bestreiten können. Jetzt sprichst du ja mit deinem Namen und mit deinem YouTube-Kanal davon, mein Weg zur ersten Million. Was würdest du sagen aus den Investments? Ich habe gesehen, du machst auch viel mit Payback-Karten und Amex-Punkte sammeln und Idealo ist ein großer Partner, sage ich jetzt mal, wo du häufig einkaufst. Was von all diesen Dingen, die du da so tust, was davon ist das, was dich diesem Schritt Millionär zu werden am nächsten bringt? Ja, auf jeden Fall Immobilien. Also jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger durch diese ganzen gestiegenen Zinsen. Wir haben ja gerade eine Situation, die für uns alle neu ist. Aber wenn ich das jetzt mal ausblenden würde und mein Immobilienportfolio vorher schon konservativ, und da haben wir wirklich, ich habe ja Videos gemacht und ne, so Jahresrückblicke auch, da haben mir schon wirklich Leute gesagt, ja, das ist wirklich sehr, sehr konservativ, da kannst du wirklich noch ein bisschen höher das ansetzen. Aber da kamen dann halt schon Werte daraus. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber auf jeden Fall im Bereich 200, 300, 400.000 Euro, sowas, diese Größenordnung war das dann, was da an Vermögen innerhalb von kürzester Zeit eben realisiert wurde, allein schon durch den Gewinn im Einkauf und dann auch durch eine gewisse Wertsteigerung oder dass ich halt selber auch Sachen wieder vermietbar gemacht habe. Und das durch Sparen kriegt man das eigentlich in aller Regel nicht hin. Selbst wenn man jeden Monat 1.000 Euro weglegt, dauert das halt schon eine gewisse Zeit, bis man da mal 100.000 auf dem Depot hat. Und ich habe mir das ja dann auch von der Bank auch bestätigen lassen. Ne? Die haben dann das auch eingewertet. Auch mein Eigenheim zum Beispiel, das spielt ja auch mit irgendwie so damit rein. Wobei man das natürlich bei dem Vermögen auch immer so ein bisschen rauslassen sollte, denke ich. Weil wenn man es verkauft, dann sitzt man ja auf der Straße. Aber ja, Immobilien ist das Wichtigste. Und die anderen Sachen, die du da angesprochen hast, das ist mehr so eine Art Hobby. Ich weiß auch, dass ich von den Leuten, ne, die da so ein bisschen, ich sag mal so diese High-Roller, die da so ein bisschen größer im Geschäft sind, ich weiß, die ein oder andere wird das auch belächeln oder das weiß ich auch, wo die sagen, hättest du mal lieber die Zeit lieber in Immos gesteckt, anstatt Payback-Punkte zu sammeln. Aber ich denke mir halt auch, ja, also das Leben muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Ich meine, Immos machen mir auch Spaß, aber ein Fußballspieler spielt auch nicht nur 24 Stunden nur Fußball, sondern der wird auch andere Sachen mal machen. Und ich finde auch mal so ein bisschen Ausgleich halt gut. Und so wie andere rauchen, oder ich trinke halt keinen Alkohol, ich rauche nicht und dann denke ich mir halt, ja, mein Spaß ist halt ein bisschen Payback-Punkte sammeln und der Hintergrund, wenn du es schon angesprochen hast, ist, für mich war Business-Class-Fliegen zum Beispiel absolut out of range, nie erreichbar, weil ich konnte mir nicht vorstellen, jemals so viel Geld zu haben, dass 2, 3, 4, 5.000 Euro für so ein Flugticket, dass das für mich, dass es mir das wert ist. Und ich habe jetzt halt mitgekriegt, dass es halt möglich ist, durch ganz normales Einkaufsverhalten, einfach nur durch Payback halt einmal im Jahr mindestens so Business Class zu fliegen, ohne dass man mehr zahlt als Economy. Und ja, dadurch, dass ich das ein bisschen auf die Spitze getrieben habe mit noch so ein paar Hacks und so, habe ich jetzt, kann ich jetzt wahrscheinlich mit der ganzen Familie, mit 5 Personen, zweimal wegfliegen mit allen und nicht nur eine Person, sondern halt alle zweimal jeweils. Ne? Und ohne, dass du 1 Euro mehr ausgegeben hast. Ne? Also ohne, ja, dass du jetzt bewusst mehr Geld für diese Businessklasse ausgegeben hättest, sondern nur dadurch, dass du intelligent Punkte gesammelt hast einfach. Ne? Ja. Also nur, dass es nicht falsch verstanden wird, einmal pro Person pro Jahr ist möglich, ohne dass man groß was macht. Dadurch, dass ich ja auch, es ist keine große Reichweite, aber eine gewisse Reichweite habe ich ja halt schon. Und dadurch sind halt Leute auf mich zugekommen, haben immer gefragt, kannst du mir diese Karte empfehlen? Weil, das muss man auch mal dazu sagen, wenn jemand sich so eine Kreditkarte holt, dann kriegt er einen geringeren Bonus, als wenn er sich den über einen anderen holt. Und ich profitiere dafür natürlich auch. Mhm. Und das kann nicht jeder sofort so nachmachen. Deswegen würde ich das wirklich immer nur auf dieses Beispiel, eine Person im Jahr, ein Business-Class-Flug ist auf jeden Fall machbar. Mhm. Und alles andere muss man halt ein paar Tricks anwenden, die aber alle, ja, alles legal, aber
man muss sich halt ein bisschen mit dem Thema befassen. Du spielst das immer so runter, aber ich finde das total smart, was du da machst. Also das ist total schlau. Also ich habe dieses Amex-Thema für mich auch umgesetzt. Und ich meine, die Ausgaben, die man sowieso hat, über die Karte laufen zu lassen und gleichzeitig Punkte zu sammeln, die man dann verwenden kann, um mit diesen Punkten einfach Business-Class-Flüge sich leisten zu können, ohne dass ich halt einen Euro mehr ausgebe. Total smart, total intelligent. Und ich finde, warum sollte man seine Zeit nicht da rein investieren? Ich fliege auch lieber in der Business-Klasse als in der Economy irgendwie. Und wenn ich dann noch nicht mal Geld dafür bezahlen muss, sondern nur vorher mal, und das ist ja jetzt auch kein großer Zeitaufwand, sich mal einmal damit zu beschäftigen und mal eben die Zahlungen umzubuchen sozusagen, dann ist es doch total smart. Und das hat, finde ich, also es hat einen Mega-Effekt. Und auch das, was du gerade angesprochen hast, durch deine Reichweite, wenn du doch die Möglichkeit hast und du stellst dieses Wissen ja anderen Leuten zur Verfügung. Also wer dich da ein bisschen verfolgt und das da mal mitbekommt und sieht anhand deiner Anleitung, wie das Ganze funktioniert, warum sollst du nicht auch davon was haben, wenn du denjenigen dann einen Link zur Verfügung stellst als Affiliate-Link und die sich darüber anmelden? Also ist absolut legitim, finde ich überhaupt nicht. Ja, ich sag's halt nur extra dazu, weil es gibt halt sehr viele, wie in jedem Bereich, immer irgendwelche Influencer, die natürlich dann davon leben und die drücken einem natürlich am liebsten immer die teuerste Kreditkarte aufs Auge, weil sie natürlich am meisten auch davon profitieren und dann kommt dann halt schnell die Ernüchterung, diese Kaufreue bei den Leuten, dass sie merken, ja, mit meinen 5.000 Euro Jahresumsatz, da kommen ja gar nicht so viele Punkte bei rum und ärgern sich dann halt, dass sie dann 700 Euro Jahresgebühr haben, aber wenn man das Ganze mit Bedacht angeht, dann kann man da schon ordentlich was rausholen, weil ich dachte auch mal, ja, wer auch nur 1 Euro für eine Kreditkarte ausgibt im Jahr, der ist ja dumm. Und jetzt habe ich mir die teuerste geholt, die für 700 Euro und noch ein paar andere. Und ja, und ich profitiere halt davon, ne, weil ich halt mehr wieder reinkriege, als ich halt ausgebe. Und habe das jetzt noch mal so durchdacht. Und das habe ich ja bei den Immobilien auch. Oder generell, wenn ich neue Themen habe, dann versuche ich die immer so anzugehen. Sagen ja, okay, das ist jetzt, das nehmen alle so als gegeben an. Aber wie kann man das noch ein bisschen irgendwie rausholen. Also ich versuche erstmal so dieses Kochrezept 1:1 nachzumachen und wenn ich sehe, das läuft, dann versuche ich das irgendwie zu optimieren, weil ich habe ja jahrelang auch vorher Payback-Punkte gesammelt, aber ich habe das für mich nie als lohnenswert entdeckt, weil ich gesagt habe, ja, ich habe jetzt ein paar Jahre gesammelt, habe da 5.000 Punkte und dann habe ich dann auf einmal, nachdem ich dann alles umgesetzt habe, 300.000 Payback-Punkte gehabt in einem Jahr und ja, das sind auf jeden Fall schon ein paar Business-Class-Flüge, weil man für, ich glaube, 55.000 Meilen kriegt man Meilenschnäppchen nach Dubai aktuell. Mit Emirates, ja. Und deswegen, ja, habe ich gesagt, ja, das lohnt sich ja voll. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das, ich finde das mega smart und Investments haben ja nicht nur was damit zu tun, dass man sofort die großen Dinger sich irgendwie reinholt, sondern es kann bei solchen Dingen anfangen. Und wenn ich kein Geld habe, was ich irgendwo anders spare, habe ich auch keine Möglichkeit, das erste größere Investment dann zu machen. Und ich finde, das sind so Dinge, wo jeder, wirklich jeder irgendwie mit anfangen kann, sich da seine ersten Euros im Prinzip dann mit sparen kann, zur Seite legen kann. Und wenn dann, also auch Ideale oder so Geizhals, das sind so Dinge, warum denn nicht? Warum soll ich denn nicht das gleiche Produkt einfach nur ein bisschen beobachten im Internet, gucken, wann es am günstigsten ist und dann günstiger kaufen? Und ich sage jetzt mal, wenn man dann intelligent ist und sich die Ersparnis noch zur Seite packt, auf ein extra Sparbuch oder sowas, dann kann man damit zumindest langsam nach und nach anfangen, sein Vermögen zu mehren. Gibt ja diesen Spruch, dass man Vermögen kommt immer vom Halten, nicht vom Ausgeben. Aber dann gibt es ja auch wieder andere Leute, die sagen, dass man natürlich lieber sein Einkommen steigern sollte und nicht aufs Sparen fokussieren sollte. Also das wird dann auch schnell missverstanden. Also diese Sachen mit Idealo, was du angesprochen hast, das kostet ja wirklich keine Zeit eigentlich. Ne? Ich google nicht mehr über Google, sondern ich gucke direkt bei Idealo, was es kostet. Und dann gehe ich einfach auf dieses Symbol und dann werde ich halt erinnert, wenn sich was am Preis tut. Und das war es dann mit meinem Aufwand. Ne? Und wenn ich halt weiß, ich brauche die Sachen nicht sofort, dann bestelle ich sie halt dann, wann sie günstig sind und nicht, wann es mir in den Sinn kommt. Also von daher würde ich sagen, ist mein Zeitaufwand gering und es wird oft von vielen Leuten überschätzt, was man da wirklich reinstecken muss. Also es ist bei weitem weniger. Ich finde, du hast bei unserem ersten Stammtischtreffen hast du auch einen wirklich coolen, smarten Spartipp mal rausgehauen mit den 5-Euro-Scheinen. Willst du das unseren Zuhörern vielleicht auch mal mit auf den Weg geben? Was hat das mit dem 5-Euro-Schein auf sich? Wie kann man damit Geld sparen? Ja, ich habe das in so einem Hörbuch von Christian Bischoff mal mitgekriegt, dass der das wohl schon seit eh und je macht und Tausende an Scheinen da gesammelt hat. Und die Idee ist einfach, keine 5-Euro-Scheine mehr auszugeben, sondern einfach wegzulegen und wirklich nie wieder auszugeben. Und dann ist immer die erste Frage, die immer kommt, ja, okay, aber worauf spart man denn? Und der Sinn dahinter ist einfach so wie so eine Art. Also Geldmagnet ist ja nochmal eigentlich ein anderer Begriff, aber
wichtig ist dabei, ein Vermögen irgendwie aufzubauen, was stetig wächst und nur in eine Richtung geht. Und das dann irgendwie dann im Kopf dafür sorgt bei den Leuten, dass man mehr Geld anhäuft und auch dieses Gefühl, also allein schon dieser Gedanke, ja, aber wofür machst du das? Wann gibst du das aus? Das ist dieser erste Gedanke, dass Leute bei Geld sofort denken, wie werde ich es wieder los und deswegen nie Geld anhäufen. Aber dann kommen natürlich immer sofort Leute, die sagen, ja, okay, aber es unterliegt ja der Inflation, du musst das ja so und so investieren. Ja, das kann man ja alles machen, aber wichtig ist erstmal, weil die meisten Leute ja gar nicht auf diesem Niveau sind, sondern erstmal ganz woanders starten, dass man erstmal einfach sagt, nee, ich spare nicht auf irgendwie eine Waschmaschine oder das nächste Handy, sondern das ist wirklich Geld, was ich nie wieder ausgebe. Mhm. Und ja, ich finde, es ergeben sich ja dann immer Optionen, wenn man jetzt einfach, man hat jetzt 10.000 Euro im Schrank und man weiß, man darf sie nicht ausgeben, man wird schon eine Lösung finden, wo man jetzt das Geld für die nächste Waschmaschine besorgt. Und ja, mittlerweile ist das bei mir so, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es bereitet schon für mich so ein bisschen Schmerzen, wenn ich sehe, dass jemand an der Kasse einen 5-Euro-Schein bezahlt, weil ich denke dann so, das geht doch gar nicht. Das macht man doch nicht. Ja, das macht man nicht, genau. Man gibt keinen 5-Euro-Schein aus. So, ich würde das jetzt mich nicht darüber echauffieren oder den Leuten irgendwie die Leute belehren, ganz im Gegenteil, aber ich habe das für mich so, das ist halt dieses so antrainiert halt irgendwie so, dass, und da merke ich schon so, man kann sich schon wirklich Gewohnheiten so aneignen und die sind dann einfach irgendwie so fest drin. Und das ist dann auch schwierig, davon wieder abzulassen. Und ja, ich mache das jetzt und ich näher mich langsam der 1.000-Scheine-Grenze. Also 5.000 Euro in 5-Euro-Schein. Das ist schon ein beachtlicher Stapel, muss ich sagen. Hätte ich nie gedacht, als ich damit mal gestartet bin. Ja, gerade weil 5 Euro erstmal so klein klingt. Ja, genau. Also, du hast im Prinzip jedes Mal, wenn du irgendwo mit Bargeld bezahlt hast und einen 5-Euro-Schein zurückbekommen hast, den packst du immer zur Seite. Und das ist so der Betrag, wo du nie wieder drangehen wirst, wo sich einfach nur von Monat zu Monat mehr Geld anhäuft. Ja, und das ist auch Leute, die das wissen, die machen sich auch manchmal Spaß daraus, wenn ich zum Beispiel von jemandem 50 Euro leihe und der gibt mir das Geld zurück, dann achten die vielleicht schon mal darauf, dass vielleicht doch ein größerer Teil davon in 5-Euro-Schein ist, weil das muss ich ja dann per Definition auch einfach wegpacken. Mhm. Andersrum, ich meine, ich kann mich da auch selbst geißeln, aber es ist schon okay, aber wenn jetzt die Kinder Geldgeschenke kriegen zum Geburtstag, Weihnachten, Taufe, was weiß ich, dann ist da auch schon mal ein 5-Euro-Schein bei und ich zahle das. Ich habe für alle Kinder ein eigenes Depot, wo das dann in ETF bespart wird, also das gesamte Kindergeld, alle Geldgeschenke gehen da rein. Aber ich kann das ja da schlecht bei den Einzelnen, also muss ich das ja bei mir einzahlen und ich mache das dann eigentlich auch so, dass ich die 5-Euro-Scheine auch immer für mich wegpacke und den Betrag dann einfach von meinem Konto, vom Bestand direkt überweise. Also doppelt gespart quasi. Doppelt gespart, genau. Von den Kindern dann auch nochmal das und ja, auch bei den Kindern, das ist auch total krass, was da zusammenkommt. Ne? Mein Sohn, der ist jetzt irgendwie 3 und der hat jetzt irgendwie ein 15.000 Euro Depot. So, genial. Ne? Und das ist einfach nur das, also der hat nie große Geldgeschenke gekriegt, sondern das ist einfach nur das Kindergeld und dann hat er vielleicht nochmal 1.000 Euro insgesamt zur Geburt, zur Taufe, zu den Geburtstagen, Weihnachten und so weiter gekriegt. Also wirklich nicht große Geldbeträge waren das von Omas, Opa, gesamte Familie. Also wenn da jeder nur mal 10, 20 Euro mal hier da gegeben hat, aber am Ende sind es einfach 15.000 im Depot und ich bin da selbst, ich kenne das ja mit Zinseszins und allem, ich weiß ja, wie das funktioniert und dennoch bin ich da immer wieder von fasziniert, wenn ich da reingucke, boah, denke ich, boah, krass, ey, der kleine Junge, der weiß noch nicht mal, weiß noch nicht mal, was abgeht und hat einfach schon so viel Kohle da drin und wenn man sich das mal hochrechnet, dann mit 18 hat er da so ein 100.000 Euro Depot, wenn nicht irgendwie was Großes passiert, aber statistisch sagt man ja 7% durchgängig, sollte das ja realisierbar sein. Ja, da kommt auch super Startkapital. Ja, genau, super Startkapital, aber da kommt auch mal sofort die Frage, ja, was ist, wenn er das auf den Kopf haut? Ja, das ist jetzt genau der Job von meiner Frau und mir, den 18 Jahre darauf vorzubereiten, dass das nicht passiert. Richtig gut, ja. Also ich finde, du hast da so viele Dinge angesprochen, wenn man sich mit dem Thema Geld so grundsätzlich auseinandersetzt. Sind das so intuitive Dinge, die dann von alleine irgendwie durch dieses Sammeln der 5-Euro-Scheine ja schon passiert? Also ich finde, das ist auch wieder einer der Punkte, genauso wie gerade mit dem Payback oder sowas. Das kann jeder. Da kann sich auch keiner da draußen irgendwie selber rausnehmen und sagen, nee, aber bei mir ist alles ganz anders. Ich kann keine 5 Euro sparen. Mhm. Doch, also wenn man sich darauf konditioniert und einfach mal sagt, ey, ich möchte irgendwann mal mehr Geld haben, als ich heute habe, dann muss man ja irgendetwas anders machen. Und das Thema mit den 5-Euro-Scheinen, das ist etwas, was jeder sofort für sich umsetzen kann, egal wie verschuldet man ist, egal in welcher Situation man ist, diese 5 Euro kann man auf jeden Fall zur Seite legen. Und dann passiert nämlich genau das, was du gesagt hast. Von alleine häuft sich auf einmal ein Geldbetrag an, der irgendwann diesen Status finanzielle Sicherheit erreicht. Also man sagt ja,
Bodo Schäfer ist das, glaube ich, man sollte mindestens 6 Monate Fixkosten als Bargeld irgendwo im Safe liegen haben, damit, wenn mir mal was Schlimmes passiert, dass ich 6 Monate lang meine Fixkosten weiterdecken kann. Dass dieses Level kommt ja automatisiert irgendwann, dass ich das erreicht habe. Und dann passieren diese ganzen Effekte, die man kennt, wenn man sich mit dem Thema Geld beschäftigt, die dann von alleine so passieren, das Thema Geldmagnet und sowas, was du gerade gesagt hast, dass dann auch einmal aus diesem Geld mehr Geld wird, das passiert ja dann ganz automatisch. Das heißt also, selbst derjenige, der von sich immer behauptet, nee, ich habe aber noch ganz viele Schulden oder bei mir hängt die Blume links anstatt rechts, keine Ahnung. Also irgendwelche Ausreden gibt es ja immer, warum man das nicht machen kann. Wenn man nur damit anfangen würde, passiert es automatisch, wenn man es konsequent durchzieht, dass man ein Vermögen anhäuft. Ne? Ich habe ja zum Beispiel, wenn ich jetzt auf mein Girokonto gucke, da sind wahrscheinlich heute 126 Euro drauf. Aber ich habe mir ein Urlaubskonto eingerichtet, wo einfach monatlich jeden Monat 200 Euro von mir. Und ich glaube, meine Frau hat, wir haben es ein bisschen reduziert, weil sie ja Elternzeit hatte und so oder jetzt auch wieder hat, zahlt sie irgendwie 70 Euro ein für sich. Und da gucke ich so drauf und da ist ja krass, 6.000 Euro, ne? So normalerweise war das mal so, ja kacke, reicht das Geld jetzt wieder für einen Urlaub? Das ist ja so der normale Gedanke der meisten. Und ich weiß schon, der Urlaub ist schon bezahlt, bevor ich ihn gebucht habe, weil das Geld einfach jeden Monat, natürlich könnte wieder der eine kommen, ja, aber das, die Inflation, ja, okay, aber ich nehme lieber manchmal ein bisschen Inflation in Kauf und habe dann einfach, wo ich weiß, das ist für den nächsten Urlaub, da liegen jetzt 6.000 Euro, der ist jetzt einfach schon bezahlt und wenn er jetzt teurer werden sollte, dann gut, kann ich ja immer noch was nachlegen, aber das ist einfach so mein Puffer und so mache ich das wie so ein Hamster irgendwie so, der sich so seine Vorräte da anlegt, habe ich das für gewisse andere Sachen auch, Instandhaltung und ein Rücklagenkonto auch für mein privates Haus und so, so mache ich das halt immer und das ist mir nie bewusst geworden, aber ein Mitarbeiter von mir, der sagte das immer, ja krass irgendwie, deine Situation ist eigentlich genau wie deine. Du sagst auch mal, du hast kein Geld, genau wie ich. Aber du hast das Geld, aber du hast diese Hürden eingebaut, dass du da nicht rangehst. Und deswegen gibst du es nicht aus. Und da dachte ich, ja, stimmt, hat er eigentlich. Also klar, das war die Intention, aber es war mir selbst nie so richtig bewusst, dass ich das Geld. Dass es dadurch passiert, sozusagen. Ja, das ist das, was von alleine dann im Endeffekt dadurch gekommen ist. Ne? Wenn du jetzt mit jemandem heute nochmal sprechen würdest, der ganz, ganz am Anfang ist. Jetzt würde ich schon behaupten, dass du da in dem Bereich ja deutlich erfahrener bist mittlerweile, also was das Thema Geld angeht, was das Thema Immobilien angeht. Wenn du jetzt mit jemandem zusammensitzt, der gerade eben anfängt und der sagt, ich möchte gerne mit dem Thema starten, welchen Ratschlag würdest du dem mitgeben? Ja, auf jeden Fall sich jemanden suchen, der schon da ist, wo man gerne hin möchte. Diese Person hatte ich zum Beispiel nicht damals, deswegen habe ich einfach versucht, mir ein Umfeld zu schaffen, indem ich halt zu Stammtischen gegangen bin. Versucht habe, mir ein Netzwerk aufzubauen, in dem ich auch einen eigenen Stammtisch gegründet habe und Instagram, YouTube und so weiter angefangen habe, um auch so mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch irgendwie die eigene Arbeitskraft kostenlos auch anderen zur Verfügung zu stellen, um einfach mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und gar nicht so diesen kurzen Gewinn, sondern eher den langfristigen Erfolg im Blick zu haben. Und ich habe das auch irgendwie, ich meine, das ist so ein Spruch, ne? Geben ist seliger denn nehmen. Aber wenn man das so ein bisschen beherzigt, ich habe dann festgestellt, es kommt einfach ein Vielfaches zurück und deswegen versuche ich auch, ich habe da auch eine Weile gebraucht, aber irgendwann habe ich das für mich entdeckt, einfach nicht auf eine Gegenleistung hoffen und warten, sondern einfach, wenn jemand Hilfe braucht, einfach helfen, immer anbieten. Jeder kann einem anderen immer irgendwo helfen, in irgendeinem Lebensbereich. Es muss ja nicht, also wenn der eine Immobilie macht, dann weiß ich nicht, vielleicht weiß der nicht, wie der sein Auto wäscht, dann wäscht man halt sein Auto oder mäht den Rasen für den. Wenn man halt wirklich mittellos ist, gibt immer Möglichkeiten, wie man irgendwie mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Gerade mit Instagram, ich merke das ja auch. Also das ist so einfach, mit Leuten in Berührung zu kommen. Es ist natürlich nicht eine Chance, ich schreibe der Person und ich kriege sofort eine Antwort. Nein, aber wenn man das einfach bei vielen Leuten macht und mit denen in Kontakt ist, dann wird irgendwann mal früher oder später einer dabei sein, der sagt, ja komm doch mal vorbei oder man lädt einfach Leute zum Essen ein oder so und guckt mal, was die so treiben. So, das ist schon, denke ich mal, ein guter Punkt zum Starten, wenn man wirklich gar nichts hat. Das Reziprozitätsgesetz ist auch eins meiner liebsten Schulungen, die ich hier bei uns intern oder so immer wieder mitgebe. Tu Gutes und dir widerfährt Gutes, das Gesetz der Anziehung. Und genauso funktioniert das aber auch andersrum. Wenn man Negatives macht, dann wird auch irgendwann Negatives zu einem zurückkommen. Es hört sich sehr spirituell oder was auch immer an, aber ich glaube da fest dran. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn man gute Dinge nach draußen gibt, dass in irgendeiner Situation, vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen, wird auch wieder was Gutes zurückkommen. Also das ist definitiv auch so ein Mantra, was ich für mich manifestiert habe. Ich wusste das zum Beispiel von einem, der ist, also da weiß ich definitiv, der ist mehrfacher Millionär.
Und ich wusste, er wollte unbedingt von Lego diese Titanic haben, diese 1,10 Meter. Mhm. Irgendwie super limitiert, nicht so einfach zu bestellen. Muss man dann Glück haben, dass sie gerade verfügbar ist und dann auch sofort zuschlagen. Und ich wusste, dass er diese unbedingt haben wollte für seinen Sohn. Und ich wusste, ich habe da mitgekriegt, der ist an dem Tag, als sie verfügbar war, ich habe es ihm geschrieben. Und ich wusste, der ist auf einem Workshop und der konnte nicht die Nachricht lesen. Und dann habe ich die einfach bestellt für den. Mhm. Weil ich wusste, ja, okay, entweder wird er mir das Geld schon wiedergeben. Und im Zweifelsfall habe ich einfach 700 Euro und schenke sie einfach. Und irgendwie wird es schon wieder zurückkommen. Und am Ende war es so, die Bestellung wurde storniert aus irgendeinem blöden Zufall. Aber allein über die Tatsache hat er sich so gefreut. Also es ist nicht dazu gekommen. Also ich habe ihm nie diese Titanic geben können. Aber ich habe gesagt, du, ich habe sie dir bestellt. Ich habe ihm hinterher gesagt, ja, leider wurde sie storniert. Aber er war so gerührt davon. Und das hat mich so gefreut, wie er sich gefreut hat. Und kurze Zeit später hat er irgendwie gefragt, ja, wie läuft es denn mit deinem Fix und Flip und so weiter. Und am Ende hat er mir einen Bankkontakt wiederum empfohlen, der so viel für mich, also so einen Mehrwert für mich hatte. Auch wieder so eine Sache, variable Finanzierung war für mich komplett unmöglich, weil jede Bank mir immer gesagt hat, nee, machen wir nicht, erst ab gewissen Track Record. Und dann hat er mir einfach seinen Bankberater weiterempfohlen, der gesagt hat, ja, also nicht, machen wir nicht, sondern ja, wie viel wollen Sie denn? So, das war ein ganz anderer Umgang. Und da habe ich gemerkt, ja, also mir waren diese 700 Euro in dem Moment egal für die Titanic. Und hab sie noch nicht mal ausgeben müssen und dennoch hat er sich so gefreut, dass er mir dann auch irgendwie im Nachhinein, nicht sofort, aber es hat sich dann einfach so ergeben. Ja. Und der Effekt entsteht genau in dem Moment, wo man keine Erwartungen daran setzt. Ne? Also so wie, ich darf jetzt nicht mit der Erwartungshaltung sagen, ja, ich weiß, der will die haben, ich kaufe ihm die jetzt mal und dann wird irgendwas Tolles passieren. Das ist der falsche Weg, ne? Sondern genauso wie du gesagt hast, ich wusste, der will das haben, hab was Gutes gemacht und die Erwartungshaltung war gar nicht da, dass du jetzt dadurch direkt einen Return kriegst sozusagen, sondern es passiert dann von alleine. Das ist automatisch so. Aber ich fand den Gedanken geil zu sagen, ich habe mal einem Millionär irgendwie was Gutes getan. Ja, ja, das stimmt. Also ich finde es total geil, wie offen du hier so über alles gesprochen hast. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal an der Stelle dafür. Ich glaube, wir haben auch schon ordentlich Zeit jetzt hier in den Podcast heute investiert. Ich würde mich total freuen, wenn du vielleicht nochmal zur Verfügung stehen würdest, wenn so ein paar Fragen reinkommen, weil wir haben heute viel über das Thema Mindset gesprochen, glaube ich auch so, grundsätzlich zum Thema Geld, aber auch dem Bereich Immobilien mit dabei. Also ich würde mich total freuen, wenn die Zuhörer vielleicht die ein oder andere Frage nochmal stellen, wenn wir da nochmal auf dich zukommen dürfen, um nochmal eine weitere Folge abzudrehen. Und ansonsten würde ich sagen, folgt dem Andres ruhig mal bei Instagram oder bei YouTube, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, das lohnt sich. Es sind auch ziemlich viele witzige Sachen mal zwischendurch dabei, also auch sehr unterhaltsam. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ja, besten Dank.